Hallo zu Bobbys Bass hier bei Hotode TV. Wir schauen uns heute mal die Tetra-Akkorde an. Unser erster Tetra-Akkord: C, D, gespielt mit dem zweiten Finger im dritten Bund auf der A-Seite, unser C. Im fünften Bund mit dem kleinen Finger auf der A-Seite, unser D. Zweiten Bund mit dem ersten Finger unser E auf der D-Seite und unser F mit dem dritten Finger auf der D-Seite im dritten Bund. C, D, Diese Figur und diesen Fingersatz solltet ihr euch gut einprägen. Der zweite Tetrakord, den ich jetzt spiele, beginne ich auf dem G. Und zwar spiele ich dazu mit dem zweiten Finger im fünften Bund auf unsere D-Seite das G. Im siebten Bund unser A mit dem kleinen Finger auf der D-Seite. Im vierten Bund mit dem ersten Finger auf der G-Seite und das H. Und mit dem zweiten Finger auf der G-Seite im fünften Bund unser C. Ihr habt sicherlich gemerkt, es ist der gleiche Fingersatz wie im dritten Bund, nur dass ich hier auf dem G im fünften Bund anfange. Also einfach den Fingersatz sich einprägen und die Stadttöne sich merken. Einmal auf dem C. Daraus ergibt sich auch die C-Dur-Tonleiter, nämlich C, D, E, F, G, A, H, C. Was ist der Vorteil mit den Tetra-Akkorden? Ich kann das einfach verschieben und auf andere Stadtpunkte anwenden und so finde ich mit dem gleichen Fingersatz immer meine Tonleiter. Nochmal hier: C, D, E, F, G, A, H, C. Starte ich das Ganze nun mit diesem Fingersatz auf dem G. Kann ich mit diesem Fingersatz die G-Dur-Tonleiter spielen? Verschiebe ich das Ganze mit dem Startpunkt auf mein D im fünften Bund auf der A-Seite. Spiele ich die D-Dur-Tonleiter. Ein weiterer Vorteil von dem Tetra-Akkord ist, ich kann so alle Tonleiter im Quintenzirkel lokalisieren und spielen. Ich gehe nochmal zurück auf C-Dur. Das war meine C-Dur-Tonleiter. Starte ich nun mit dem zweiten Tetra-Akkord, sprich mit meinem G. Das G habe ich auch eine Oktave tiefer hier auf der E-Seite. Starte ich nun auch wiederum hier mit dem zweiten Tetra-Akkord, sprich mit dem D. Spiele ich D-Dur. Analog hierzu starte ich nun auf dem zweiten Tetra-Akkord, auf dem A. Somit spiele ich A-Dur. Starte ich hier wiederum mit dem zweiten Tetra-Akkord auf dem E. So erklingt meine E-Dur-Tonleiter. Wieder mit dem zweiten Tetra-Akkord angefangen, sprich mit dem H. Ergibt sich H-Dur. Das war es erstmal mit den Tetra-Akkorden. Wie gesagt, ihr müsst euch nur den Fingersatz einprägen und den ersten und zweiten Tetra-Akkord spielen. Startet ihr dann mit dem zweiten als Grundton, ergibt sich die Möglichkeit, eine weitere Skala zu spielen. Und so könnt ihr im Quintenzirkel euch durcharbeiten. Ich hoffe, das war verständlich für euch. Bei Fragen stehe ich euch jederzeit gerne zur Verfügung. Bis dahin, euer Ralf Bobby Bob hier bei Hotodi TV und Bobbys Bass.